Herzlich willkommen zu FRM Aktuell, heute am 7. April. Und jetzt habe ich einen Telefongast, da freue ich mich besonders. Es ist DJ Happy Vibes oder Andreas Hofmann, aber auf jeden Fall eine bekannte Größe, früher und auch heute noch. Hallo Andreas. Na hallo, mein Lieber. So, also man muss ja sagen, gerade für euch Künstler, für Leute, die mit Publikum arbeiten, die Publikum brauchen, die die Veranstaltungsstätten brauchen, ist das natürlich eine ganz, ganz, ganz schlimme Zeit. Selbstständig natürlich, auch als Produzent, auch als Veranstalter und natürlich als DJ. Wie schaut es aus gerade jetzt bei dir? Naja, wie es überall aussieht in der Eventbranche. Ne? Mhm. Also 100% Umsatzrückgang, 100% Storno. Bei uns geht gar nichts mehr. Ja, es wurde auch schnelle Hilfe versprochen, ja, mit viel Helikoptergeld von der SAB. Man hätte also einen Antrag oder hatte einen Antrag gestellt, nicht nur ich, sondern alle meine Kollegen in dieser Branche auf 9.000 Euro, maximal 9.000 Euro Soforthilfe für Selbstständige. Bis heute haben wir noch nichts gehört. Hm. Wir haben mit der Firma, weil wir im Eventbereich tätig sind, dort auch einen Antrag gestellt auf Kredit. Wir waren schon immer schuldenfrei. Wir haben noch nie seit der Wende mit unserer Firma Schulden gehabt, weil ich immer darauf geachtet habe, weil ich einfach auch so erzogen worden bin. Und jetzt soll ich auf einmal in dieser Krise, für die ich nichts kann, einen Kredit aufnehmen. Ich habe es trotzdem gemacht, weil ansonsten werden wir wahrscheinlich hier keine 2 Monate mehr überleben. Wir haben zwar ein kleines Polster, aber das Polster wird natürlich aufgefressen durch laufende Mietkosten. Wir haben eine große Lagerhalle in Wilsdruf, wo unser ganzes Event-Equipment steht, etc. Na, und es wurde schnelle Hilfe zugesagt. Jetzt gehen wir in die dritte Woche, also vor 3 Wochen sozusagen am Montag, ist das Hilfspaket der SAB ja rausgekommen. Ich habe sofort den Antrag gestellt. Damals stand auf der Seite noch 2 Tage Bearbeitungszeit. Wie gesagt, wir sind jetzt in der dritten Woche. Und es ist nichts passiert. Also ich möchte mir gar nicht vorstellen, für die Firmen, die gar kein Polster haben, was dann passiert. Aber es ist ja nicht so schlimm. Man hat ja auch das Insolvenzrecht ausgesetzt, ne? Mhm. Was ich ja für äußerst bedenklich halte. Das heißt, Firmen, die komplett verschuldet sind, können jetzt weiter Waren bestellen, müssen diese nicht bezahlen und können auch nicht belangt werden. Wo kommen wir dann hin in diesem Land, wenn alle Regeln, alle Gesetze außer Kraft gesetzt werden? Also es ist Katastrophe. Wie weit gehen denn die Kündigungen jetzt ins Jahr hinein? Wo glauben denn die Veranstalter, springt es wieder an? Wir haben alle Veranstaltungen gekündigt bekommen. Selbst unser Saisongeschäft haben wir gekündigt bekommen. Also die Leute wissen einfach nicht, was hier Phase ist. Das Problem ist, es ist Angst, es ist Unsicherheit. Ja, inzwischen publiziert man ja in den Medien, und das ist das Schlimmste, dieser elende Medienhype, die springen alle auf diesen Corona-Zug auf, und da wird dort mal verlautbart, dass es ein halbes Jahr dauert und bis Jahresende könnt ihr im Event-Bereich gar nichts machen. Also entschuldigt mal, also Leute, so geht's nicht. Ne? Und wenn ich dann sehe, wie viele Tote haben wir im Corona-Bereich, wie viele Infizierte haben wir, welche Risikozielgruppe ist es denn, wo die Leute sterben? Ja? Und dazu, sterben die mit Corona oder sterben die durch Corona? Das Robert-Koch-Institut weigert sich ja, Obduktionen durchzuführen, schiebt alles auf das Gesundheitsamt. Das Gesundheitsamt sagt, ja, damit haben wir nichts zu tun. Aber wir brauchen doch wirklich Statistiken, die auch mal stimmen. Es kann doch nicht sein, dass wir nicht wissen, wie viele Leute wirklich an Corona gestorben sind oder vielleicht doch an was anderes gestorben sind. Will man uns das vorenthalten? Also ich bin wirklich, unsere Leute hier aus der Eventbranche, ja, dem platzt irgendwann der Hals. Weil wir werden hier belogen. Es ist eine Lüge, was hier passiert. Und ich muss es leider laut sagen. Und ich kann es auch sagen, weil wir sind am Existenzminimum. Und wenn man, wie gesagt, wenn man jemanden nichts mehr zu essen gibt, der holt sich irgendwann das Essen. Ja. Das ist so. Also ich habe wirklich einen Hals. Ne? Und da können die Leute sagen, was sie wollen. Ich habe diese Meinung. Und die Meinung kann man nur haben, wenn man so kurz vorm Aussteht. Ja? Mhm. Wie all unsere Leute in der Eventbranche, ob das Sem Production ist, ob das Franks Agentur ist, die großen Dresdner Stadtfeste machen. Ja. Ja? Ob das Neumann und Müller ist, der große Technikverleih. Ob das die ganzen Künstler sind, die Selbstständigen, die Promoter, ja, also die Leute, die freiberuflich Kellnern gehen. Katastrophe. Das steht ja an sich. Ne? Ob die jemals wieder sich fangen und aufmachen, das ist dann die nächste Frage. Ja. Ihr seid ja, du bist ja jetzt auch politisch aktiv für die Freien Wähler. Hast ja auch beim letzten Wahlkampf mitgemacht, beim Bundestagswahlkampf. Sag mal,
In Sachsen, Entschuldigung. Und ihr habt jetzt, habe ich gesehen, ihr habt, das hast du gerade gesagt, eine saubere Statistik gefordert. Was glaubst du denn, wo ist denn das Problem, dass man alles nur sehr einseitig betrachtet? Also, und wer. Warte mal ganz kurz. Ja? Bei mir klingeln ja auch immer die Telefone. Okay. ja, wir brauchen eine saubere Statistik. Das hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen. Ja, wir wollen natürlich wissen. Wie viele Corona-Tote haben wir, aber eben Corona-Tote. Das heißt, die Toten müssten auch mal angefangen werden zu obduzieren, damit wir wissen, ob sie wirklich an Corona gestorben sind. Wir brauchen eine Übersicht, wie viele Infizierte haben wir. Wir brauchen eine Übersicht, in welchem Alter die Toten sind. Ja, das wissen wir ja auch nicht so richtig. Es wird immer pauschal mal gesagt, jetzt ist ja auch mal ein Jüngerer gestorben. Mhm. Aber wir wissen auch nicht, an was er gestorben ist, ja, weil es uns vorenthalten wird. Und wir brauchen wirklich eine Statistik, die glasklar zeigt, wo der Trend hingeht. Niemand will absprechen, dass der Coronavirus in der Ansteckung ja sehr aggressiv ist. Aber wir müssen auch wissen, wer ist wirklich gefährdet und rechtfertigt das oder die ganzen Maßnahmen, dass man eine gesamte Wirtschaft lahmlegt, totlegt. Ja. Ja? Die Autoindustrie entlassen jetzt 100.000 Leute, die Zulieferer. Irgendwann kommt die Kette auch bei den Nahrungsmitteln an. Ja, ja? Sicher. Und dann kriegen wir hier eine Zwangsverwaltung, eine militärische Zwangsverwaltung, ich sag's so mal. Dann werden hier Befehle erlassen und dann gibt's eben Zwangsrekrutierung der Nahrungsmittelindustrie. Weil, wie gesagt, irgendwann die Zulieferer können nicht mehr liefern, irgendwann haben wir auch eine Nahrungsmittelknappheit und dazu darf es nicht kommen. Wir müssen also optimale Maßnahmen ergreifen. Ja? Wir müssen einen hohen Hygienestandard einführen, dass wir auch die Risikozielgruppen sozusagen schützen und dass wir natürlich auch uns schützen und diese Ansteckungswelle im Prinzip mindern. Und die Frage, aber wir dürfen nicht eine gesamte Wirtschaft tot machen. Das ist zurzeit der Fall, leider. Also wir gehen ja, momentan gibt es ja nur diese Zahlen, bei denen ja auch nicht unterschieden wird. Ich finde auch die Genesenen immer nicht irgendwo bei, oder die ganz leichten Verläufe, oder wie unser Gesundheitsminister am Anfang gesagt hat, es ist wie eine leichte Grippe, viele werden gar nichts merken. Das ist auch, diese Meinung ist ja quasi völlig verschwunden. Genau, so ist es. Mhm. Denn er hat sich ja gesagt, im Januar kann ich mich erinnern, wir sind gut vorbereitet, es wird, der hatten so 0,7% und die meisten werden davon nichts merken als ein Husten oder eine leichte Grippe. Mhm. Hat sich doch geändert. Naja, wie gesagt, diese Panik und dieses mediale Zusammenspiel, also wirklich jeder Sender, jeder Radiosender, es ist das Hauptthema dieses Virus. Und jeden für eine höhere Zahl, ne? Das macht die Leute fertig. Also, mich erinnert das auch immer an irgendein Spiel, ne? Dass man Leute in Angst in Schach hält, um andere Ziele zu erreichen. Ne? Bin ich nach wie vor der Meinung, wir werden sehen, was jetzt in dem nächsten Monat passiert. Ne? Und ich bin bei Gott kein Verschwörungstheoretiker, aber ich bin ein wachsamer DDR-Bürger. Mhm. Ne? Und wir haben diese ganze Sache auch schon mal durchgemacht, wie man manipuliert wird und. Und deswegen sind wir wahrscheinlich im Osten auch ein bisschen empfindlicher auf solche Geschichten. Mhm. Ne? So, und zum Corona nochmal selbst. Natürlich, wir brauchen Zahlen, wir brauchen Corona-Gesamttests, wir müssen wissen, wie viel davon genesen sind, ohne Symptome jetzt noch. Ne? Wir müssen gucken, wie viele Patienten in den Intensivbetten sind. Mhm. Ja, wir müssen gucken, wie viel von diesen Patienten in den Intensivbetten an Beatmungsgeräten hängen, ne? Damit wir wirklich ganz knallharte Zahlen kriegen. Und daraufhin müssen wir dann unsere Entscheidung fällen, welche Maßnahmen wir hier durchführen müssen. Ja, Andreas, das würdest du so machen, aber ich glaube, es wird wohl so nicht kommen. Warum nicht? Das ist die große Frage. Hat man doch was anderes im Sinn? Ich weiß es nicht. Also das, ja, ich will jetzt auch hören, es ist schwer, ich sag mal so, egal wo man sich bewegt, gerade draußen. Ne? Es ist eine große, große Angst. Alle sind unsicher. Viele haben Kurzarbeit, viele steht der Arbeitsplatz auf dem Spiel, für viele die Existenz, die berufliche Existenz für Selbstständige. Und ich weiß selbst wirklich keine Ahnung, wo das hinführt. Also wir wollen keine Panik machen. Ne? Wichtig wäre, dass die Leute wirklich mal überlegen, ja, was hier in diesem Land zurzeit stattfindet. Ne? Es ist auch so diese Ungleichbehandlung. Ne? Ich darf meinen Kumpel nicht zum Grillen einladen. Ne? Der wiederum hat Freunde, die arbeiten bei Amazon zu 500 Mann insgesamt in einer Schicht. Ja. Und ja, wo ist das? Wo ist die Gerechtigkeit? Ich verstehe es nicht. Ich gehe doch auch in den Supermarkt. Jetzt sagt man uns, in Supermärkten kann man sich nicht anstecken. Ich dachte, ich falle hier vom Stuhl lachend, als ich das gestern in den Medien gelesen habe. Ja, also so völliger Blödsinn. Ja. Dort sind
Leute auch auf einen Haufen und die halten auch nicht immer ihren Mindestabstand ein. Mhm. Ja, man muss jetzt mit Einkaufswagen dort rein etc. Ja, aber warum darf ich nicht in die Sächsische Schweiz wandern? Ich alleine, verstehe ich nicht. Ich kann es nicht fassen. Es kommen doch keine Massen in die Sächsische Schweiz. Wir schütteln uns dort doch nicht wandernd die Hände. Ja, völliger Blödsinn. Ja. Noch dazu, weil die Gaststätten noch geschlossen sind, ne? Ja, die Treffpunkte. Aber die Gaststätten, man kann sie doch aufmachen, man kann doch dort einen Mindestabstand einhalten, da werden die Tischezahlen reduziert, aber ich kann sie doch aufmachen, dass die wenigstens eine Chance haben, dort Einnahmen zu generieren. Friseur genauso, ich kann genauso mit Mundschutz zum Friseur, ja, und der Friseur kann auch Mundschutz tragen. Wo ist das Problem? Ja, aber nein, man muss alles schließen. Also, und deswegen sind wir Freien Wähler auch dafür, dass wir jetzt langsam eben gerade diese Gaststätten, diese Friseure etc., dass die wieder geöffnet haben, kleine Läden. Ja, ich frage mich bloß, wie kleine Läden im Elbepark, wie so ein Teeladen oder was es da alles gibt, wie die überleben wollen. Die sollen Kredite aufnehmen, bezahlen 20.000 Euro Miete für ihren Laden und ja, der ist dann ein halbes Jahr zu. Und sie nehmen einen Kredit auf und sollen das dann irgendwann zurückzahlen. Die sind pleite, so und so sind die pleite. Ja. Na, also ehrlich, ein bisschen Vernunft wäre schon ganz angebracht. Und ich mache hier nicht mehr mit bei dieser Panikmache. Und viele Leute sollen das auch ein bisschen reell betrachten. Ja, was ist wirklich ein Risiko? Natürlich sollte man Hygiene halten. Natürlich sollte man sich die Hände waschen. Wegen mir auch Mundschutz tragen. Ja, aber nicht die gesamte Wirtschaft totlegen. Okay. Andreas. Wir haben uns wirklich ein bisschen ausführlich unterhalten über das Thema und es ist auch schön, dass mal du diese ernsten Worte gefunden hast. Ich wünsche dir, bleib bitte gesund. Hoffe, dass es für deine Firma, für dich, für dein Unternehmen einen Neustart nach dieser Krise gibt, wie auch immer das aussehen wird. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Na klar. Na okay. Dann frohe Geschäfte, hoffentlich. Ich weiß, es ist schwer auch in der Medienbranche zurzeit. Ja. Aber ansonsten auch bleib du gesund, ne? Ich danke dir. Also, tschüss, ne?